Salut! In diesem Video sehen wir uns genauer an, wie man das Relativpronomen qui mit Präposition richtig verwendet. Das Relativpronomen qui kennst du schon. Du brauchst es in Relativsätzen, in denen qui die Funktion des Subjekts im Relativsatz hat. Es steht also für die Person oder die Sache, die im Relativsatz etwas macht oder mit der etwas gemacht wird. Par exemple. Le scooter qui me plaît est trop cher. Der Roller, der mir gefällt, ist zu teuer. Oder? Tu connais le garçon qui fait du skate? Kennst du den Jungen, der Skateboard fährt? In beiden Sätzen hat das Relativpronomen qui die Funktion des Subjektes im Relativsatz. Im ersten Beispiel bezieht es sich auf eine Sache, le scooter, und im zweiten Satz auf eine Person, le garçon. Wie du in den Beispielsätzen siehst, steht im Französischen oft kein Komma vor Relativsätzen, egal mit welchen Relativpronomen sie eingehen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com